Und damit willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead. Ja, Clementine ist verschwunden. Wir wurden gebissen. Und im letzten Part sind wir hier aufs Dach gekommen von diesem Krankenhaus. Und versuchen jetzt einen Weg zu finden, hier vom Bach runterzukommen. Wir haben auch schon eine Idee mit dem Glockenturm und der Leiter da hinten. Ah, werden wir mal gucken, ob das klappen wird. Aber ich bin mir unsicher, ob der Lee das jetzt hier alleine noch hochkriegt, das gute Stück. Weil das Ding ist schon etwas kompakter. Und mit einem Arm? Der arme Lee muss das alleine schleppen, obwohl wir noch gesunde Leute haben. You need some help with that? I got it. Komm, lass dir helfen, Lee. Wäre doch viel einfacher für dich. Damn it. Der nimmt das aber auch, wie soll ich sagen? Dem geht das eigentlich recht gut dafür, dass er gerade wirklich einen Arm verloren hat. The bells. Damit locken wir sie alle dahin. Could buy us some time. Draw as many as we can this way. Get down off the roof on the opposite side and bust our asses getting back to the mansion. Das ist ein guter Plan, würde ich sagen. Der einzige, den wir haben. My leg's feeling better. Let me do it. Lass es Kenny machen. We have to decide who takes a risk like this. It should be the guy who's got. Das stimmt natürlich auch wieder. Ich habe wirklich What's das größte. I get bitten again? Ach so, genau. Ich kann das Risiko eingehen, mir wird nicht mehr weiter passieren. Gebissen wurden wir schon, Blut haben wir schon verloren. Ich bin eh der momentan, der am meisten die Probleme hat. Tja, weil ich euer Mann bin, Leute. Der Einarmige. Thing looks a little rickety. Maybe keep that shit to yourself next time. Yep. Den sollten wir mal schneller machen. Einmal haben wir auch wirklich nur einen Arm, um uns festzuhalten. Gleichgewicht ist da schwer. Denn ich sollte hin, würden wir jetzt hier schon 20 Jahre... Oh Gott. 20 Jahre damit leben. Super, und jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt ist noch mal einer ausgeschaltet. Holy shit, man! Are you okay? Danach springen wir einfach rüber. Es ist Street-mäßig. I'm fine. I was wishing. Oder wir springen hier genau vom Turm einfach runter. Shit. Try to find another way out. Vielleicht ist da ja ein Heuballen. Aber erstmal. A few solid rings of this and there'll be thousands down below. Genau, und dann läuten wir mal. Ding dong. Wenn das nicht alle anlocken wird. Und da kommen sie auch schon, unsere lebenden Toten. Irgendwie habe ich diese Zombie-Models auch alle schon mal gesehen. Kann das sein, dass da auch ein bisschen recycelt wird? Aber das ist ja nicht so tragisch, finde ich. They're coming this way. Dafür ist das Spiel einfach große Klasse. Jesus. Now get back here. Jo, wie? Springen oder was? Das ist nämlich richtig hoch. Ja, da haben wir echt ein Problem gerade. Was machen wir? I have to jump. There's no way back. You can make it. It ain't that far. Das ist nicht so weit. It's not that far, just a little hop. Richtig, ein bisschen Anlauf. Genau, das schaffst du. Anlauf und Chaka, das schaffst du. Komm, auf. Oh, komm. Und. Jetzt helft mir auf. Oder ich mach's alleine mit einem Arm. Good goddamn leap, pal. Das hätte ins Auge gehen können. Da sind sie auch schon unten in der Ecke, wie ihr seht. Alle am Hinlaufen. Und jetzt. Komm endlich runter. Und da ist ein Walker unterwegs. Sind wir ja wieder hier? Sind wir da nicht erst aufgebrochen? Das ist auch hier unsere Base, sag ich mal, wo unser schönes Boot ist. Da wird der Ben drin sein, fürchte ich. Der hat wohl Besuch bekommen. Na, das Boot ist weg. Das Boot ist weg. Relax. Ben, what happened? They were waiting for me in here. Who? Vernon, his whole crew. Was Clementine with them? No. He seemed pissed you guys lost her and, well, they took it.
Vernon. Then you are worthless. Vernon. Also war das doch ein Arschloch. Dieser Vernon. Dieser Vernon. Ich bin gerade richtig sauer auf den. I can't believe you didn't even put up a fight. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Omid, can you go over the fence and let us into the backyard? We shouldn't be out in the open. Yeah. Gott, scheiße, Mann. Ich mein's ernst. This is not happening. Wir hatten ein Boot, Mann. Wir hatten ein Boot. Clementine is still out there. So we get Clementine and then what? We get the fuck out of cities. I'm done with cities. We go into the countryside and make a go of it. Yeah, that seems like a good idea to me. Nobody asked. Würde ich auch sagen. You just did. Doch. Get fucking smart with me, das Land. Ben. Chill. Do you remember we had a boat? A boat. Verliert nicht den Kopf. Get over it. Everyone keep it together. Nothing has changed, has it? Nothing has changed? I mean immediately. We stay the course. Don't turn on each other. Yeah, chill out, Kenny. Ganz ruhig, Kenny. Wir haben jetzt keine Zeit, hier irgendwie Faxen zu machen. We can do this in the yard. Würde ich auch so sehen. Ben, I swear to God. What do we do without a boat? Wir sind gearscht. Raufs aufs Land. Also stellt es momentan wirklich nicht mehr die beste Idee. Wir haben da bis jetzt immer Probleme gehabt. Immer ist jemand gestorben. Vielleicht, obwohl, auf dem Land war es auch nicht so super, wenn wir mal ehrlich sind. Kannibalen. Ja, aber wir sind so gut wie du. Where the hell do you get off? I'm just saying, we should all chill. Not just you. Chill? Bandits? Hey, chill. Here's some pills. Vernon, chill. Here's our fucking boat. This isn't my fault. Aber der Ben hat schon echt viel Scheiße gemacht. That isn't somehow your fault. Oh, lieber Ben. Das eskaliert noch, glaube ich. We should have left you in Crawford. Fuck you, Kenny. Moment mal, Ben. Ganz ruhig. Whoa, Ben. No, let him. I am so sorry about Katja and warum schreiben die eigentlich Katja mit zwei A? And I know I fucked up. Das ist mir auch ein Rätsel. Stop pushing me around and stop wishing I was dead. No! You know how they die. You've said goodbye. I never got to see my family, my parents, my little sister. Da hat er recht, da hat er recht, der arme Ben. Family is gone. Der hat auch viel verloren. Them to lose. I never made it home. They could be alive or dead or walkers or worse, and I don't know. So give me a fucking break. Ist glaube ich nicht so gut gewesen, dass du so geschrien hast. Oh Scheiße. In the house. Wir haben sie nur eine kurze Zeit abgelenkt und wir sind wieder in dem Haus eingepfercht. They shouldn't be able to get into the backyard, right? Maybe not. We can secure this place. Krista. Die vorderen Fenster. Get on the windows in the front room. Check the boards. Got it. Kenny. Waffen, wir brauchen Waffen. Look for weapons. Gather anything you can find. Will do. Und Ben, mach einfach gar nichts. Verschiebe Möbel. Anything you can up against the doors and windows. Got it. Omid. What is it? Oh Gott, die Tür. Front doors. Oh Gott, nicht nur die Front Doors. Wir haben ja auch Probleme bei der Hundeklappe. Da will einer rein. Dann können wir uns die dran nehmen. Cut their fucking arms off. There's gotta be a knife or something in there. Hurry! Auf, das finden wir doch. Hier in der Schublade könnte eins sein. Oh, easy. Direkt ein Fleischerball. Habt ihr aber schöne Händchen. Ihr hattet schöne Händchen. Jetzt macht das Ding zu. Now what? Wir retten uns auf den Kampf vor. This place seems dirty to me. I think we're fine. Okay, doch nicht. Boah. So sicher ist das Ganze nicht. Sturdy my ass. Get upstairs. Go. Und wir machen den Rest hier. Das ist Bree. Das ist Bree von Crawford. Wenn ihr euch erinnert, die wurde gebissen, zerfleischt.
Warum denn immer wir? Wir als verletzter, einarmiger Mann. Und Jesus. Everyone get to the end of the hallway. Das schaffen wir. What do we do now? This will slow down. Get to the end of the hallway and take a fucking stand. Aber nicht sehr. Und jetzt Speerfeuer. Get as many as we can. When we see an opening, we go for it. How many bullets y'all have? 3, 5, 4, 2. 16 müssten das sein, wenn ich richtig nachgezählt habe. 16 Kugeln für ne, mehr Zombies wahrscheinlich. Na, auf, kommt ihr. Und Nummer 1. Und Nummer 2. Und Nummer 3. Und Nummer 4. Und Nummer 5. Und Nummer 6. Ich hab keine mehr. Die anderen müssen den Rest haben. Me too! Fuck! Where do we go? No goddamn er benutzt dich als Waffe, Ben. Als Rambock. Da hoch. Go! Schnell, bevor die Walker kommen. Ich werde sie vielleicht noch aufhalten können. Ich glaube, das Ding brauchen wir eh nicht mehr. Da ist keine Munition mehr hin. Da könnten wir auch wirklich sicher sein. So schnell kommen die da nicht hoch. Aber wir werden da drin verhungern, wenn es so weitergeht. Danke, Ben, danke. Auch wenn ich keine Munition mehr habe. That could have gone better. Everyone okay? Lee's still bitten. Shut up. Okay. Let's get out of here and keep moving. Aber der Biss ist nicht mehr an meiner Hand, weil ich sie abgehakt habe. Think there's any chance we get to catch up to those goddamn thieves? I don't know. Maybe. Well, we're not going out through this window. No latches, no roof access and 30 feet straight down. Anyone have any oh Gott. Jetzt brauchen wir wirklich Ideen. He's got a resourceful air about him. Knock it off. Dixon Kent III. Industrial... Mead? Krista. Just trying to lighten the fucking tone. Die können wir jetzt echt gut gebrauchen, die gute Stimmung. Jokes. I'm sorry. So... Es muss einen anderen Weg geben. It's gotta be another way. Check the floor for any other access. Entschuldigung, ich musste husten und da gleichzeitig schnipsen. Dadurch ist das leider rausgekommen. Das tut mir echt leid. Aber ich bin auch nur ein Mensch. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Das war echt gerade eine ekelhafte Kombination. Mir geht's gut. Keine Sorge. Nie. Oh nein. What did that mean? She's at the hotel where her parents were staying. He hasn't moved her. Yet. Alles klar, dann wissen wir vielleicht, wo das ist. Yet. We need to start thinking about more than just Clementine when it comes to our urgency. Ja, ich glaube auch. What do you mean? How do we get out of here? That's the whole point. We don't know. Okay, now your life depends on it. How do you get out of here? Wir wissen es nicht. Wir müssen, hör auf, wir müssen den kühlen Kopf bewahren. Such weiter nach einem Ausweg. Like I said, everyone needs to keep looking for a way out, damn it. We're trapped in here. Do you think that worked? I don't know. I hope so. Ich hoffe es auch. Aber ich habe keine Idee, wo es hier rausgehen soll. About what happens if Lee takes another spill. Wenn es mir schlecht gehen sollte, dann jagt mir einfach ein Messer. Who's Larry? It don't matter. He looks fine to me. I think it'd be best if we just worried about getting to Clem right now. Irgendwann. We're not gonna do her any good if you attacked us. Man wird sehen, wenn es mir schlechter geht. Ich werde nicht einfach so zum Zombie. Ich werde erstmal schwächer und schwächer und dann könnt ihr mich immer noch töten. But we can cross this bridge when we get to it. Ja, vielleicht bin ich auch geil. I'm not advocating anything here, but how is this not a thing? We're all so worked up about Clementine that we're forgetting what the fuck happened to you. Mein Arm ist nicht das Problem. My arm is not the issue. I'm not the problem. The 500 walkers in the house and no door in this room are the goddamn problem. Yeah, maybe at the moment, but who's to say when it becomes an issue? At that point, there may not be any time left. So schnell geht das nicht, Kenny. Jetzt beruhig dich. You're gonna listen to me. We will get Clementine back, with or without you, because I haven't given up everything to die because we were stupid. Tut mir leid, okay? I'm sorry, okay? Fuck, we can't do this. We're gonna have to.
Ah, super. Boah, ich hätte das Ding fast genommen und dem übergezogen. Shut up, sweetie. Ich hätte nur das fast übergezogen. Ich dachte, ich muss das Ding nehmen. Gut, dass ich nicht gemacht habe. Nachher hätte ich den Kenny hier noch kaputt gehauen. Ja, nice, da können wir uns da durchschauen. A 30-foot drop? No, this mansion butts up against the one next door. Und jetzt machen wir einen Rambock hier. We're not lifers on out. Und hat das was gebracht? This wall ain't shit. Is this really possible? Wir haben noch mal Glück gehabt. Wir kommen hier vielleicht raus. Und jetzt noch mal, Kenny. Zeig, was du kannst. Yeah, we can do this. Okay. We'll work in shifts. Omid, Krista and I. Lee, you rest. We have to work fast. Das denke ich mir auch. Das macht keinen Sinn, wenn wir das machen. Ich wollte dir nicht wehtun. I wasn't gonna hurt you. Sure, pal. I know. Nur damit du es weißt, lieber Kenny. Keine Angst, Leute. Ihr müsst mich nicht so angucken, als wäre ich schon ein Walker. I'm glad you told us when you got bitten. It would have been easy not to. We probably would have let you go alone if you hadn't told us, which would have been a mistake. If I knew, denke ich mir auch. Shitless. Hatte ich auch. Was? The fucking thing, it happened so fast. You ever almost hit someone in a crossroad? Das ging echt schnell. Wir hatten keine Wahl, also wir konnten uns auch nicht mehr wirklich verteidigen. Twice. Schlechter Autofahrer. Wham! Thing was on me. Never saw it. Like someone in your blind spot. It's so weird. I keep doing a double take on your arm, expecting it to be there. I'm hoping whatever. Aber wegen uns geht's auch noch relativ gut dafür, oder? Was meint ihr? I don't know. Everyone's wondering. Even if it just slows down the process, I'd be happy. Ja, aber vielleicht sind wir auch wirklich geheilt. Ich kann es nicht öfter sagen. Das wäre eine super Sache. What do you think? Wir werden holen einfach nur Clement sein. Das werden wir immer noch gucken, ob wir dann irgendwie wegen Rache oder sonst was erstmal Clementine finden. Das ist wirklich das Wichtigste. Ich vermisse die Kleine. Ich vermisse sie wirklich. Im letzten Part schon keine Clementine mehr gehabt. The entire time we were at the hospital, I could sense you think you're as good as dead. I was bitten, Krista. You cut it off. What good is it to plan around that work? What good is it for you to give up? Krista hat recht, Lee. Jetzt mal sei mal positiver. Ich will, dass Candy sich um sie kümmert. Stop it. Do you hear me? Obwohl das eigentlich auch ganz gut wäre bei den beiden. You didn't see him with his family. What he'd do to protect them. We're not doing this right now. Krista, listen to him. Und Mädchen Krista wäre auch eine gute Wahl gewesen, weil Mutter, Vater quasi Ersatz. Wir müssen ihn unterstützen. Vielleicht wird er nochmal eine große Hilfe sein, der Ben. He's only a kid still. It's easy to forget that. He uses shit like that often? That was a first. It's good that he did. Kenny couldn't pull that shit on me. Ben ist für den Tod von Kennys Familie verantwortlich. So there's been some tension there. What happened? Da ist eine Menge Scheiße passiert, Omid. Eine Menge Scheiße. Some gang that Ben was secretly helping. They used him. Kenny's wife died because of their son. Ja, sie hat sich leider selbst umgebracht. Well, seems like it got through to Kenny. Whatever that's good for. All right, I'm out of gas. You look good and rested. Sure, if you don't count an infected leg. You want me to do? Nah, hon, you can hop in after me. Alles klar, danke, Omid. Dann reden wir mit dir jetzt, Kenny. Shouldn't be long. Dann zeig mir, was du kannst, Omid. It's good we're forced to take a breath. Feeling any better? Er fühlt sich immer noch an wie frisch abgehackt. Still feels pretty recently chopped. So no, Kenny feels about as good as you'd expect. I mean. Do you think it worked? Did it help at all? I feel like a man who got bitten. So,
Take that for what it's worth. I still can't believe you went and got chomped. Just fucking hell. At least he told us. Took some brass. I don't think I would. Aber es war das Richtige. Was hätte uns das gebracht, dass, wenn diese nachher dann von uns gefressen worden wären? I don't know how to answer that. I'm sorry. You've lost more than anyone. Well, as much as anyone. Alles wird gut, Ken. It'll be all right, Ken. Ups, da bin ich ans Mikrofon gekommen. Tut mir leid. Anyway, I appreciate it from both of you. A lot of us have lost families. Besonders auch der Ben wahrscheinlich. Er will sterben. He wanted to die in Crawford. What's that now? When I had him there in my hand, he wanted me to drop him. He asked me to. Ein Kind, was jetzt schon sterben will, wie soll das noch weiterlaufen? Wir haben richtig entschieden, ihn zu retten. Was haben wir da? Das ist ein Alkohol. Does Scott tell you much about what we've been through? Bits and pieces. Hallo? Ist es normal, dass ich gerade ein Standbild habe? Bei mir steht da oben noch eine 60. Aber das Bild ist einfach stehen geblieben. Hallo? Hallo? Was ist jetzt los? Naja, ich würde sagen, wir beenden einfach jetzt hier den Part. Mein PC ist irgendwie gerade abgekackt, also mein PC an sich nicht, aber das Spiel hat irgendwie keine Rückmeldung mehr gegeben. Das ist schlecht, das, keine Ahnung, vor allem hatten wir jetzt keinen Speicherpunkt, das heißt, ich muss dann nochmal offscreen bis zu der Stelle spielen, aber ihr werdet morgen wieder sehen, wie es weitergeht. Wir haben jetzt auch einen guten Part aufgenommen, der war lang genug, würde ich sagen, und dann würde ich sagen, ciao Leute, ne? Bis dann.